Mahlzeit Mädels und willkommen bei beim Chaos Community Kanal. Chaos Community Kanal! Junge, das sagt immer so schlecht. Pass auf, ich habe mich hier im Livestream heute gefragt, deswegen weiß ich, von wem das ist. Michi hat mir einen nagelneuen Kompressor gekauft. Und noch da Kisten, dort Kisten. Krass, also da kriegst du schon, da kriegst du mindestens schon ein halbes Gurkenauto für das. Was? Ich habe auch keinen Twitter gekriegt. Ja, hast du. Hast du richtig. Das war richtig krasser Tag heute, ne? Wenn es um Pakete geht. So, wir wollen mal eben unseren neuen Freund, den Güde, ich habe keine Ahnung, wie der heißt, Güde 23 irgendwas Kompressor mitnehmen. Übrigens, pass mal auf. GLS bei mir. Das ungefähr funktioniert folgendermaßen. Hier, abstellen wir es. Das Paket bitte hinten im Rolltor, direkt beim Grünkreisler Stratus Cabriolet abstellen. Danke. Hat Michi gesagt, ne? Pass auf. Was hat der GLS-Typ gemacht? Der hat es irgendwo da hinten, gegenüber, bei irgend so einem Nachbarn abgegeben. Fertig ist. Also GLS und Friedeburg und meine Halle und so, das ist echt ein Problem. Ne? Also das habe ich echt bisher noch nicht hingekriegt. Naja, egal. Ich will mal irgendwas meinen Wagen mitnehmen. Weil das ist ein bisschen einfacher. Wir packen euch jetzt mal auf das Ding und gucken mal, ob wir das zum Laufen kriegen. Weil wir brauchen ja, da hat Michi schon richtig geil mitgedacht und deswegen bin ich auch ganz groß dankbar für, weil das spart einen Haufen Arbeit. Ne? Wir hatten zwei Varianten gehabt. Entweder hätten wir Luftleitungen von dem Tank. Oder bestimmt ist da kein Kompressor drin. Ich bin sicher, dass da einer drin ist. Der ist neu. Der ist schwer. Jetzt hätten wir Luftleitungen von hier, von dem Tank, nach da ganz hinten hinlegen müssen. Hätten wahrscheinlich Luftverlust gehabt für 150 Leute. Also richtig Luftverlust. Und ich gehe mal davon aus, wenn wir Ja, die das ist jetzt. wirklich ein Kompressor. Ich habe es gerade hier drin gefühlt. Ja, siehst du. Aber ein Riesenkompressor. Ja. Der schon aufgebaut ist. Ja, nicht so ganz. Ne? Und auf jeden Fall müsst ihr euch vorstellen, es wäre natürlich extrem viel Luftverlust gewesen, riesengroßer Aufwand. Wir hätten auch Schläuche kaufen müssen. Das wäre ein Fuffi gewesen. Ne? Dann hätten wir das gehabt. Aber hätten wahrscheinlich irgendwo mal. Ach, Scheiße. Das ist der Hallenperser. Der Hallenperser mag keine Hubwagen. Hätten wir wahrscheinlich dann irgendwas basteln müssen in puncto Spezial. Oha, das kann. Na, kommst du an die Pedale ran? Ja, ist gut, ne? Ja, da kriegen wir wohl noch hin. Und wir lassen es einfach. Und freuen uns einfach, dass wir was für ein Kart haben, was keinen Leerlauf hat, leider. Pass auf die Benzin, die Leitung, die da ist. Siehst du die grüne Leitung, die da lang geht? Das ist die Benzinleitung. Bitte nicht abreißen. Meine ich ernst? Du hast doch schon zig Wiedermalsflaschen getötet. So. Und Michis Idee war halt gewesen, dann stellen wir halt an diesem Platz hier einen zweiten Kompressor hin. Und die Idee ist ja super, kannst sagen, was du willst. Ne? Im Fall habe ich noch von Björni, habe ich dann noch hier die alte Schlauchtrommel, die er mir früher mal geschickt hat. Die ist sogar auch von Güde, das passt eins zu eins. Ne? Das heißt, wir können das so miteinander verbinden, hier einen Kompressor hinstellen und haben bei der Hebebühne Luft, ohne dass wir so eine riesengroße Geschichte bauen müssen. Ne? Schon sehr geil. Ne? So. Ich werde mal eben jetzt hier mal einen Cut machen. Oh, ich schneide mal ein hier Fanpaket-Video. Unglaublich. Und ich mache das mal eben, dass das Ding zusammengebaut ist und läuft. Und hier mal gucken, wie viel Zeit ich dann noch habe, wenn so die Schlauchtrommel an der Wand hängt. Weil die ist nicht perfekt. Und da können wir hier so mit Schlauchschrauber arbeiten. Und ich muss das Gurkenauto noch fertig machen. Ich brauche es morgen eigentlich. Aber egal. So, bis gleich. So, Freunde, ist jetzt locker 2 Stunden später. Hanna hat einen Film hinten an. Ich habe jetzt gerade noch geschlafen, eine Stunde. Ja, letzter Urlaubstag, ne? Morgen ist los zur Arbeit. Wochenende ein bisschen ausnutzen, ein bisschen ausspannen, weil ich heute morgen voll in den Arsch war. Naja, ich habe jetzt was gebaut, womit ich ganz zufrieden bin tatsächlich. In Gurkig, ne? So, pass auf. Wir haben jetzt da hinten den Kompressor stehen, den neuen. Habe ich eben demontiert. Das Einzige, was gefehlt hat bei dem Gesamtset, waren die Schrauben für die Räder. Habe ich halt eigene genommen, ne? So hier, ne? Dann hier, Strom dran. Machen wir gleich als Testlauf. Öl ist drauf, habe ich auch geguckt.
Zack, Luftleitung. Hier lang. Da lang, dort lang, da. Dann hier rein, hier runter und dann hier in den Klaus hier rein. Das ist mit Kabel nach oben festgebunden. Aber der ist so gemacht, seht ihr? Könnte so, ne? Echt ganz geil. Kann man so immer hier die Luft so ziehen. Und wenn der Bühne am Arbeiten sind, ich immer davon laufe, komme auch mit der Luft ungefähr, schätze ich mal, bis. Mal gucken. Also ihr könnt den ganzen hinteren Teil damit bedienen, ne? Da hinten den Wartburg in der Ecke, hier die Mofas. Ohne Probleme. Hier, Luft. Fertig ist. Ist doch geil. Danke nochmal, ne? An Björni und an hier, an mich für die Nummer hier. Ohne Flachs. Wisst ihr, ich selber, ich kauf selten Sachen neu. Da ist ein kleiner Knick drin. Mal gucken. Naja, da müsste eigentlich, müsste eine Halterung fest sein und dann sich so mitdrehen. Aber da war ich so faul für. Ich hätte den Kamm auseinanderbauen müssen und hätte es hier dann festspaxen müssen. So, ich mach mal Stromkompressor rein. Vielleicht ist dann so Euphorie ja gleich vorbei. Und das funktioniert gar nicht richtig. Mal gucken. Der ist natürlich ein bisschen klein. Ich weiß nicht, was er an Barleistung schafft. 7 Bar oder was? Aber eigentlich müsste der kleine Schlagschrauber, den ich habe, dieser hier, der kleine Headset müsste eigentlich super laufen damit. Ich finde dann hier hinten lassen, als Schlagschrauber für die Bühne. Und dann die großen Schlagschrauber halt vorne nutzen, die ich habe, für die hier auf dem fetten Kompressor. Dann müsst ihr eigentlich kein Problem haben. So. Alter, neue Sachen in dieser Halle. Ich fasse es nicht. Es gibt hier sowas sonst nicht. So, guck mal, wenn er abschaltet. Seht ihr bald live. Der war auch noch dabei. Das ist auch ganz geil, weil den können wir dann in der Ecke packen beim Kompressor und dann direkt anschließen, notfalls. Weil der ist schon wieder gut für hier Projekt 71, wenn wir da hinten mal arbeiten müssen. Weil wie gesagt, ich bin da noch in der Vorbereitungsphase, aber nachdem die Gurke läuft, will ich da was dran machen, ne? Erstmal schweißen, wie gesagt. Jetzt fangen wir mit dem Schlimmsten an, das ist immer auch das hier. Geil, ne? Bei dir ist alles so ein Community-Kanal der Fahrt, ne? Alle, die ihn abonniert haben, die wissen das nicht. Für alle, die den alten abonniert, den Hauptkanal abonniert haben und den Nebenkanal nicht kennen, die wissen das nicht. Alles VIP-Wissen, Hadis. So, Freunde, Kompressor ist ausgegangen. Er ist knackevoll. Er hat jetzt eine Spannung von, was ist denn jetzt drauf? Eine Spannung, ein Luftdruck von, wie viel Bar? Junge, das läuft. 9 Bar. 9 Bar ist perfekt und hier leckt nichts. Alles hundertprozentig dicht. Das ist nagelneu, ne? Neues Zeug. Das schon lecken würde, wäre unglaublich, ne? Warte, komm, wir gucken mal eben. War übrigens dabei, ne? Mal eben so erwähnt. Luftprüfer und eine ordentliche Pustepistole. Die kommt hier nicht an, ne? 4 Bar? 4,5 Bar hat er angezeigt? Ja gut, der Mini-Tank halt, ne? 10 Bar. Vielleicht sollten wir nochmal den Tank upgraden. Wenn wir mal an dem Tank, von dem Kompressor, nochmal einen Kompressortank ranpacken. Mal gucken, ob ich auf dem Shop mal einen alten Kompressor finde. Also einen richtig abgeranzten Gurkenkompressor, ne, wo nur der Tank noch gut ist. Und dann hier machen wir da was raus. So, es geht dann eben kurz Nägel holen. Dann hauen wir mal schnell noch ein, zwei Nägel hier in die Wand rein. Und dann können wir nämlich das Druckluftwerkzeug, was hier ist, einschließlich den Schlagschrauber hier aufhängen. Dann haben wir es auch gleich mal in der Hand, müssen wir nicht suchen. Ne? Und dann haben wir zwei getrennte Werkstätten, beide zwei getrennte Werkstattteile. Und beide Teile haben eine eigene Luftversorgung. Und ich denke mir, ich werde nochmal von dem Dings nochmal den anderen Schlauch von Michi, der 10 Meter Schlauch, nochmal einen. Nee, ich leg da nichts. Nein, nee, ganz abschlecken. Wäre blöd. Ich werde einfach den Schlauch. Den blauen ersetzen dadurch, ne? Den blauen auf Reserve legen, weil der leckt doch eh. Der ist übrigens dicht. Der ist so ein bisschen größer wie der andere. Ja, irgendwie sowas. Na gut, ihr habt euch immer gesehen, was ich basteln wollte. Hoffentlich hat euer Video gefallen. Das war mal so ein bisschen hinter die Kulissen von Max Beatshop.
Ja, halt für uns Community-Kanal nebenbei, ne? Was soll's? Wie gesagt, der Kanal verdient ja kein Geld, aber was willst du mit Geld? Guck mal, der Kram, den ich von euch gekriegt habe. Ihr seht ja alles, was nachher liegt. Das ist doch ist mit Geld nicht aufzuwiegen, oder? Ich finde das voll krass. Großes Dankeschön. Und ich hoffe, euch hat dieses mega speziell extra Video gefallen. Ich glaube, auf dem Hauptkanal würden sich einige darum reißen, weil Aufräumvideos alle sehr beliebt sind. So, ich mache jetzt weiter. Ich sortiere noch alles ein, räume noch ein bisschen auf. Das mache ich aber ohne Kamera. Wir haben alles durch. Ja, bis dann. Munter.